Also, ich habe nicht mit sowas total beschäftigt, wie jetzt zum Beispiel Johanna, sondern mit einem der schöneren Themen über Japan, wie Mangas oder Anime. Ja, also der Name Manga bedeutet, also ist so viel wie ein Comic und bezeichnet die Comics, die aus Japan kommen, aber auch Comics, die nicht aus Japan kommen, aber in einem japanischen Stil verfasst wurden. Und zurückzuführen zu der Entstehung des der Mangas ist, kann man eigentlich im 8. Jahrhundert finden. Da haben die damaligen Leute nämlich schon so Karikaturen und Zeichnungen an ihre Häuserwände innen gemalt und so weiter. Und im 13. Jahrhundert hat man sie dann gefunden und die hat man dann halt auch weiter verschönert und an Tempelwände und so weiter gemalt. Im 16. Jahrhundert wurde das wurden sie dann auf Holzschnitt übertragen, das ist halt eine spezielle Druckart. Im 17. Jahrhundert wurde diese Druckart halt verfeinert und wurden die Bücher wurden schwarz-weiß gedruckt und mit Text integriert, also so wie man das für heute kennt. Und dann im 19. Jahrhundert wurden die Mangas dann angefangen so zu drucken, wie wir sie kennen. Ja, dann der ist jetzt weich, der ist nicht wie das andere außenrum hart. Das ist stabiler. Wäre das Ding komplett hart, würde das viel zu schnell entweder reißen oder springen oder was weiß ich was, das würde kaputt gehen. Hm? Ja, oder eben, ich gucke nicht. So, einziger Nachteil bei der Sache war dann, dass die Dinger sich ziemlich leicht verbiegen, einfach deshalb, weil der Kern so weich ist und weil extreme Belastungen drauf ausgewirkt werden. Und das ist der einzige Grund, und das ist die einzige Möglichkeit war, diese Belastung abzubauen, dass sich das Schwert eben krümmt. So. Genau, Geschichte. Stopp. Das heißt also, der äußere Hülle, die äußeren Faltungen sorgen für Stabilität und dafür, dass die Krümmung, die der weiche Kern mitmachen würde, wieder in eine gerade Ausgangssituation geht, weil es ist ein bisschen blöd, mit so einem Schwert zu kämpfen. Man kann zwar damit dann irgendwann um die Ecke stechen, aber halt, ansonsten wird es ein bisschen eng.